Aufmerksamkeit, die sich um den Tanzsport verdient gemacht hat, damit heute ausgezeichnet werden. Solche Sachen sind für mich immer so sehr emotionale Sachen, deswegen verzeihen Sie mir, dass ich das einfach mal ablese. Award der Dresdner Welttanzgala. Wie in jedem Jahr möchten wir auch heute wieder eine ganz besondere Persönlichkeit ehren, welche sich in ganz besonderem Maße um den Tanzsport sowohl national als auch international sehr verdient gemacht hat. Unser diesjähriger Preisträger blickt auf einen langen und erfolgreichen Weg sowie auf als auch neben dem Parkett zurück. Seine beeindruckende Laufbahn begann er ganz klassisch in einer sehr renommierten Berliner Tanzschule. Dort entdeckte man bereits sehr frühzeitig sein Talent und schon im Schulalter wurde er deutscher Meister. Bereits mit 17 Jahren wechselte er als einer der Jüngsten zu den Professionals, wo seine tänzerische Karriere sehr erfolgreich fortsetzte. Mit seiner Partnerin Jeanette Mamula wurde er deutscher Vizemeister in der Chör und Finalist der Weltmeisterschaft Chör Latein. Seine legendäre Erfolgschör Josephine Baker setzt noch heute Maßstäbe im Chörbereich. Nachdem unser Preisträger die berühmten Tanzschuhe an den Nagel gehängt hatte, stellte er eine beispielhafte internationale Trainerlaufbahn. Bis 2009 war er über 10 Jahre als Landestrainer hier in Sachsen tätig und hat in dieser Zeit im Lateinbereich zahlreiche Talente entdeckt, gefördert und mit ihnen gemeinsam sehr große Erfolge erzielt. In dieser Zeit wurde unter seiner Leitung für Sachsen unter anderem diese Erfolge erzielt. 3 deutsche Meistertitel, 1 Vize-Weltmeistertitel im Jugendbereich und 8 deutsche Meistertitel, 2 Europa- und 3 Weltmeistertitel im Hauptgruppenbereich. Er wurde zum DDV-Verbandstrainer und Bundesjugendtrainer ernannt und ist heute als gefragter Trainer und Choreograf in der ganzen Welt unterwegs. Regelmäßig betreut er heute Paare in Russland, Spanien, Italien, Norwegen, Holland, den USA, in Kanada, aber auch in Asien, Lateinamerika und hier bei uns in Dresden. Bekam er auch eine Professur an der Sportuniversität von Shenzhou in China anerkannt. Außerhalb des Tanzsportes arbeitet er als Choreograf verschiedener Fernsehformate, unter anderem auch für die renommierte TV-Show Let's Dance und andere Projekte. Er ist ein Künstler, ein Enthusiast, ein Perfektionist, ein sehr lieber Freund und eine unersetzbare Bereicherung für den deutschen und internationalen Tanzsport. Er ist Tänzer und Trainer mit Leib und Seele und ein Garant für das gewisse Etwas in seinen Choreografien. Es freut mich außerordentlich, ihn am heutigen Abend, den diesjährigen Preisträger des Awards der 16. Dresdner Welttanzgala vorzustellen, einen langjährigen guten Freund, einen tollen Kollegen. Der Award der Dresdner Welttanzgala 2016. We are proudly present the 2016 Award winner, Mr. Dirk Heidemann aus Berlin. Solches Balles mit einem fantastischen Orchester, mit eleganten Damen und Herren im Publikum, das ist leider sehr selten geworden im Tanzsport.
Start will nur sagen, in meiner Laufbahn, ich bin ein alter West-Berliner. Die Betonung liegt auf Berliner, nicht auf alt. Und mein größtes Erlebnis war der 9. November 1989, als die Mauer fiel. Und ich war einer der ersten Trainer, der eingeladen war nach Pirna. Ja, ist ja nicht weit weg hier. Und dann auch nach Dresden und meine ganze Familie war halb Dresden, halb Ost-Berlin. Ich war also, meine Eltern sind mit mir schnell noch abgehauen mit der letzten U-Bahn von Ost-Berlin nach West-Berlin 1961. Da war ich 3 Monate alt, also wissen Sie jetzt, wie alt ich bin. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte als West-Berliner. Hätte ich nie gedacht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dann in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, überall arbeiten darf und diese Talente, die wir da hatten, auch zu diesen Titeln führen konnte. Also ich bin dem Staat Sachsen sehr, sehr dankbar für alles. Vielen Dank. Sagt Ihnen gleich, wie es hier bei uns jetzt weitergeht.